Willkommen zurück zu einem neuen Part von Wild Arms. Wir befinden uns vor dem Baskardorf und machen uns jetzt einmal auf den Weg zum Turm von Kardingel. Dieser müsste sich hier genau befinden. Und dann rufen wir einmal unseren Golem, weil dieser sich hier im Wasser befindet. Da haben wir die Ocarina. Ich wusste, wenn ich hier warte, kämet ihr irgendwann vorbei. Zeigfried ist hinter dem neuen Mond, der Malduke genannt wird, her. Dies ist der dimensionale Aufzug, Kardingel, der zu den Kolonien im All führt. Warum erzählst du uns das? Was willst du? Malduke ist eine Kolonie, die es schon vor 1000 Jahren gab und die Fähigkeit hat, für Gaia zu beschützen. Man kann sich leicht vorstellen, was Zeigfried plant, falls er sie erhält. Nun, da ihr das wisst, wollt ihr sicher nach Malduke reisen. Es werden sich euch aber viele in den Weg stellen, einschließlich mir. Ihr müsst mich schon besiegen, um weiterzukommen. Bloß ihr menschlichen Kämpfer. Nur ein Kampf wird das Verlangen meines Herzens stillen. Ich will kämpfen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir Mega Wild schon ausprobiert haben. Versuchen wir es mal. Ja, wir müssen Magnum fangen. Und am besten fangen wir direkt mit Armor Down an, bevor wir uns dann gleich wieder heilen müssen. Wir wissen ja, die beiden sind echt nicht ohne. Naja, wirklich Wumms hat die Waffe jetzt nicht. Wow. Okay. Benutzen wir das Zweigestirn. Er benutzt Magnumfang. Und sie benutzt einmal High Heal auf sich alleine, denke ich. Ja, sieht besser aus. Sichelfang. Okay. Wieso ist Rudi eigentlich vor Cecilia dran? Das verwirrt mich etwas. So, wir heilen einfach mal alle. Guter Schaden. Oh, zum Glück hatte sie sich geheilt. Und zum Glück greift sie nicht zu viel an. Okay, ich mache mal eine ganz, ganz kurze Pause, denn irgendwie hängt es schon wieder so komisch. Ich versuche das wieder zu beheben. So, hoffentlich läuft es jetzt besser. Und sie bleibt beim Heilen. Oh, ob sie sich jetzt überlebt? Ja, doch. Ich hoffe, dass Lukai das nicht überlebt, weil sonst
Ja doch, gut, sie ist tot. Das bedeutet, Cecilia ist erstmal außer Gefahr. Okay. Jetzt volle Kraft voraus auf Boomerang. Was war das nochmal? Hoher Wächter? Das interessiert uns gerade nicht. Sie könnte einmal Armor Down benutzen. Hoffen wir, dass Elsa nicht mit der starken Attacke angreift. Ja, Rudi verkraftet das. Ja, schaut gut aus. Der Strahler war, glaube ich, ganz gut. Und sie benutzt einmal Remedy. Falls sie dazu kommt. Nein. Okay. Rudi erweckt sie einmal zum Leben. Haben wir zum Glück noch nicht oft benutzen müssen. Und Jack muss die Schallwaffe nehmen. Zornesschuss, ach, das muss ich nennen, so. Mit dem Strahler. Und sie könnte. Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht Armor Down oder irgendeine Attacke. Im Prinzip glaube ich, der hat es auch bald geschafft. Hätte natürlich auch heilen können, ja. Doch. Gucken wir mal, ob es heilen was bringt. Oder ob einer von den beiden stirbt. Wunderbar. Muss man einen Raketenwerfer. Und sie benutzt einfach mal High Flame. Wir gehen jetzt mal die Zauber durch, bis sie wieder geheilt werden müssen. Sehr gut.
Eigentlich nur normal angreifen. Und sie geht einmal auf High Vortex. Ach, das war's auch schon. Das ist, ich bereue nichts. Ich habe erfahren, dass das Potenzial von Menschen grenzenlos ist. Geht, geht hier durch, um Zeigfried zu schlagen. Es gefällt mir. Früher beschützte eine Macht etwas Wertvolles. Irgendwann werde ich... Du hast deine Grenzen einmal zu häufig übertreten. Boom, mit dir sind wir fertig. Du wirst mit den Menschen sterben, hier und jetzt. Geht, Menschen, das hier übernehme ich. Bumerang. Auf der Spitze vom Kadingel steht ein Transportgerät. Ich lasse euch zwar gehen, aber ich rette euch nicht. Vergesst nicht, ich bin der, der die perfekte Beute jagt. Bis dahin, meine Freunde. Geht jetzt, beeilt euch. Solange ich meine Kampflust habe, höre ich nicht. Komm, Lukite, Wächterin des Verlangens. Lukite, wir machen zusammen eine kleine Reise zur Hölle. Ich werde zurückkommen, um die perfekte Beute zu jagen. Wenn Menschen Hoffnung zu Kraft machen können, kann ich Begierde zu einer Klinge machen. So, und bevor wir jetzt weiter in diesen Turm vordringen, gehen wir noch einmal kurz raus. Denn der Kampf ist beendet und hier findet sich eine Klinge. Der Säbelzahn. Und mal schauen, die kann bestimmt eher ausrüsten oder auch nicht. Hm, für wem ist denn der Säbelzahn? Hm, für gar keinen. Ah doch, da oben. Ich habe ihn gefunden. Moment. Säbelzahn. Ich komme wieder. Verstehe. Alles klar. Ich würde sagen, nach diesem Kampf, der jetzt die ganze Folge gefüllt hat, beende ich die Folge für den heutigen Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.